Auf dem Schöneberger Forum des Deutschen Gewerkschaftsbundes diskutierten 350 Teilnehmer in Berlin über die Zukunft der Arbeit im öffentlichen Dienst. Top-Themen waren dabei die strukturelle Unterbesetzung des Staates, die Work-Life-Balance und die Mitbestimmung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann zitiert aktuelle Zahlen. Ist rechtzeitig zum heutigen Tag eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlicht worden, in der festgestellt wird, im öffentlichen Dienst fehlen roundabout 110.000 Stellen. In den kommenden 10 Jahren wird rund ein Viertel der Beschäftigten in den Ruhestand gehen. Der großen Personallücke vorzubeugen, ist ein wichtiges Thema, an dem gearbeitet werden muss. Wir haben erhebliche Defizite bei den öffentlichen Investitionen, beispielsweise im Infrastrukturbereich, im Bildungsbereich, im Gesundheitswesen. Also es gibt erheblichen Nachholbedarf, wenn das, was wir unter einem handlungsfähigen Staat verstehen, möglichst rasch in Realität umgesetzt wird. Die fehlende Personaldichte führt zu übermäßigen Überstunden bei den Beschäftigten. Überstunden sind langfristig aber kein Mittel, um fehlendes Personal auszugleichen. Unter diesen Bedingungen lässt sich keine gute Work-Life-Balance erreichen. Moderatorin Marion Weckes von der Hans-Böckler-Stiftung fasst die Ergebnisse aus dem Forum zusammen. Da, wo ich eh knapp am Mann und Frau bin und habe dann aber noch zusätzliche Aufgaben, dann übernehme ich die auch. Dann kommt es zu Mehrarbeit. Dann will ich natürlich auch meinen Kollegen gerecht werden und die unterstützen. Dann gehe ich nicht einfach nach Hause und lasse sozusagen den Stift fallen. Also bei der Polizei ist es natürlich noch schwieriger. Mitten im Einsatz verlassen die nicht den Einsatzort. Also die Personalstärke ist an sich schon ein starkes Instrument. Und da ist in den vergangenen Jahren Folgendes passiert. Immer mehr Personal wurde abgebaut. Und jetzt ist man an einer Grenze, wo es eigentlich zu ganz viel mehr Arbeit kommt, die sich natürlich auch auf die Work-Life-Balance auswirkt. Und jetzt muss eigentlich wieder Personal zugeführt werden. Statt für eine gute Personaldichte zu sorgen, setzten viele Dienstherren auf befristete Verträge. Die Wissenschaftler vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Dr. Hohendanner und Dr. Ramos Lobato, lieferten überraschende Zahlen. Sie zeigen, dass Befristungen im öffentlichen Dienst bei Neueinstellungen eine größere Rolle spielt als in der Privatwirtschaft. 60% aller Einstellungen erfolgen befristet. In der Privatwirtschaft sind es nur 40%. Und wenn man auf der anderen Seite auf die Übernahmen guckt, ist es so, dass im öffentlichen Dienst weniger übernommen wird als in der Privatwirtschaft. Wäre die Personaldichte für alle Beteiligten ausreichend, wäre diese Praxis weniger fragwürdig. So werden Neuzugänge zum Löcherstopfen eingesetzt. Statt für die Zukunft in die Arbeitswelt des öffentlichen Dienstes integriert zu werden, werden sie zu einer Manövriermasse, wie Dr. Ramos Lobato berichtet. Manövriermasse war der Ausdruck. Also wir haben in unserer Untersuchung ja nicht nur Zahlenwerk angeschaut, sondern um uns ein detaillierteres Bild von dem Einsatz befristeter Beschäftigung zu machen, Personalräte und Dienststellenleiter in ausgewählten Einrichtungen des öffentlichen Dienstes befragt. Und das war ein Begriff, den einer der von uns Befragten Dienststellenleiter verwendet hat, um die Funktion befristeter Beschäftigung zu beschreiben, die sie in seiner Einrichtung hat. Und damit ist zunächst einmal gemeint, also die Möglichkeit zu haben, mit diesem Personenkreis flexibel auf Schwankungen des Arbeitsbedarfs zu reagieren und den eigenen Personalbestand vorübergehend ausbauen zu können und wenn diese Aufgaben erledigt sind, die Personen dann auch nicht weiter beschäftigen zu müssen. Für den arbeitssuchenden Nachwuchs ist das keine gute Entwicklung. Gerade der öffentliche Dienst stand in der Vergangenheit für Sicherheit und faire Konditionen. Der öffentliche Dienst steht vor einer großen Aufgabe. Hier ist Zusammenarbeit gefragt von Seiten der Regierung und der Gewerkschaft. Es stellt sich auch die Frage, wie die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst künftig gestaltet werden kann. Wir brauchen auch eine Strategie der Gewerkschaften, dass wir uns schon streiten können, was ist das richtige Konzept für die Zukunft. Also wie soll der Staat arbeiten, welche Aufgaben soll der Staat machen, was ist mit Rekommunalisierung und vielen anderen Fragen. Und dann kann man im Grunde genommen die nächste Frage stellen, wie läuft das mit der Digitalisierung. Und dann wird es unten interessant mit der Mitbestimmung. Aber man kann nicht eine Mitbestimmung machen und das andere alles ausklammern. Die Veranstaltung machte deutlich, dass es höchste Zeit ist für Lösungsmodelle. Die müssen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite auf Augenhöhe gemeinsam entwickelt werden. Nur so lässt sich gute Arbeit im öffentlichen Dienst zukunftsfähig gestalten.